Ja, hallo. Tja, nicht vor ungut, liebes Geburtstagsland. Ja, ich weiss, es ist ein Mist. Aber dieser kommt einfach niemand an den 1. August. Man weiss, ein paar Schneuze hier wären. Aber eben, du weißt doch, wir Baselbieterinnen und Baselbieter feiern sehr gern 1. August. All Jahr wieder. Nur dieses Jahr kommt niemand. Ja, zu viele Leute, zu wenig Abstand. Das ist ungesund. Ja, und was wir wegen diesem Virus schon alles müssen absagen mussten. Fußball, Fasnacht, Gottesdienst, Matura. Ja, und selbst die Zahlungsgewinnung in der Rüti hat. Ja, wobei gut, okay, das hat jetzt mit diesem Virus nichts zu tun. Aber mein 1. August redet, wo müssen abgesagt werden. Und der Kienbesen. 2 Meter Abstand zwischen den Leuten im Städtli. Das geht einfach nicht. Ein bisschen drucken, der muss im Städtli sein, am Kienbesen. Die vordersten Leute in der Reihe, die dürfen heute die Augenbrauen ein bisschen angeschmürzelt haben. Sonst ist es kein richtiger Kienbesen. Und der Bandtag hat auch nicht stattfinden können. Es war ja verboten, dass sich die Leute zusammenrotten. Und ganz ehrlich gesagt, im Homeoffice macht der Bandtag keinen Spass. Gell, bist du auch enttäuscht gewesen? Hoffentlich reißt man den Virus jetzt nicht noch ein Loch in die Kasse. Das wäre schön, schade. Da wäre ich dann aber mächtig enttäuscht. Jetzt haben wir so Mühe gegeben, die Kasse wieder gefüllt. Ja. Und jetzt laufe ich vor, dass am Schluss die Kasse Schutzmassnahmen braucht und dass die noch in die Intensivstation muss. Also so ein Mist. Jetzt haben wir den 1. August, wo die Finger nicht nach Brotwurst, sondern halt nach Desinfektionsmittel schmecken. Ja, hallo, siehst du, wie es ist, liebes Geburtstagsland. Wir haben schon anders miteinander durchgestanden. Nehmen wir es mit Humor. Also ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen einen wunderschönen 1. August. Ganz ehrlich gesagt, braucht sie Maske? Ja, Toni, die braucht es. Und jetzt sagst du es nochmal. Schön laut und deutlich in die Kamera. Tja, nicht vergessen, liebes Geburtstagsland. Abstand, das ist der neue Anstand. Hey, freue ich mich auf den nächsten 1. August.